Servus Leute, hier ist Markus Abler von Abler Baumaschinen. Ich stehe vor ein paar LKWs, um die es heute nicht geht, denn der LKW, der hinter der Kamera gerade steht, ist der, um den es heute geht. Und der LKW ist, glaube ich, wirklich der schönste SK, den ihr jemals sehen werdet. Ich drehe mich jetzt mal um und schaue es mir erstmal an. Wie schon gesagt, wir stehen hier vor einem Mercedes-Benz 3238 SK in wirklich atemberaubendem Zustand. Der ist wirklich wunderschön, so ein schöner SK, werden wir wahrscheinlich nie wieder haben und noch nie wieder sehen. Gibt es auch wirklich nicht, weil das ist einfach ein SK, der halt immer in der Halle stand. Aus 92 ist also jetzt 32 Jahre alt. Ist die erste Baureihe des SK und hat nur 38.000 Kilometer, was ja wirklich gar nichts ist für einen LKW. Also, wie wir alle wissen, der Motor läuft auch wahrscheinlich 2 Millionen Kilometer. Der hat halt nur 38. Erklärt sich natürlich dadurch, dass das Ding Flugfeldlöschfahrzeug ist, heißt, der ist immer nur innerbetrieblich auf den verschiedenen Geländen gefahren. Der kommt aus der Schweiz und war bei so einem Privatjet-Bauer auf dem eigenen Flugplatz halt aktiv. Und im Endeffekt, wie man sich vorstellen kann, stand er da wahrscheinlich die meiste Zeit rum. Ich denke, dass der wahrscheinlich auch noch gar nicht was gelöscht hat, kann aber natürlich trotzdem sein. Übungen wird er wahrscheinlich trotzdem gemacht haben. Jetzt kommen wir erstmal zum Fahrgestell, würde ich sagen. Wir haben den Mercedes-Benz 3238 SK, wie gesagt, aus 92, 38.000 Kilometer. Wir haben ein EPS-Schaltgetriebe, ist also das, was beim SK dann eingeführt wurde. Relativ speziell, aber ist so der Vorläufer vom Telligent-Schaltgetriebe. Wir haben 8x4, heißt also beide hinteren Achsen angetrieben, die vorderen Achsen nicht angetrieben, die vorderen Achsen aber gelenkt. Wir haben Radstand von 5,20 Meter, bedeutet also den langen Radstand. Was haben wir noch? Wir haben ein Retarder, wie gesagt, wir haben natürlich Blaulicht und so weiter dabei, weil es natürlich ein Feuerwehrfahrzeug ist. Es ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Straßenzulassung. Das ist auch besonders für so ein Flugfeldlöschfahrzeug, weil viele haben da dann gar keine Straßenzulassung. Es sind einfach nur diese Maschinen, die halt nur innerbetrieblich genutzt werden. Das ist einfach ein LKW, der umgebaut wurde und kein extra gebautes Löschfahrzeug. Heißt also, wir haben ein wirklich top Fahrgestell, top Chassis, ohne Rost, ohne alles, immer drin gestanden. Natürlich jedes Jahr gewartet worden, auch wenn es gar nicht nötig war. Weil eben da das Geld da ist und das Ding muss natürlich immer funktionieren, muss immer anspringen. Ob es mir jetzt glaubt oder nicht, ich habe den vorher, als ich den gestartet habe, der stand jetzt bestimmt 5 bis 6 Wochen hinten drin, bis ich mal dazu gekommen bin, jetzt das Video zu machen. Bevor ich den gestartet habe, hatte der immer noch 4,5 bar Luft und das ist wirklich kein Ding, das hier steht, das 5 Wochen steht, hat überhaupt noch Luft drin. Weil immer irgendwo ein bisschen was abhaut, außer es ist ja komplett neu, die Luftkessel gedichtet, also abgedichtet, neue Luftleitung und so weiter. Und der hält es einfach. Ziemlich, ziemlich geil. Springt natürlich auch sofort an. Sehr schönes Fahrzeug. Jetzt können wir auch mal zum Aufbau kommen. Der Aufbau, das ist ein Rosenbauer. ULF, irgendwas Aufbau. Weiß ich nicht. Mit Feuerwehrzeug kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich schaue die Daten natürlich nochmal nach. Wir schauen uns alles zusammen im Rumgehen nochmal an. Wir haben einen Monitor drauf. Heißt also, wir haben dieses Löschteil, mit dem wir über 66 Meter weit löschen können. Kurz zur Einordnung. Also wir stehen jetzt hier auf dem hinteren Drittel von unserem Platz und unser Platz ist ungefähr 100 Meter lang. Ich zeige jetzt mal schnell, wie weit der löschen könnte quasi. Der kann nämlich bis zum Ende vom Platz löschen. Jetzt schauen wir mal. Also, wir stehen hier und wir können jetzt das löschen. Wir können bis hier vorne, kleinen Moment, am Ende vom Platz, da wo unser Tor ist, können wir easy löschen, weil wir stehen jetzt wahrscheinlich nicht mal 50 Meter davon weg. Also wirklich ein unfassbar cooles Fahrzeug. Ein paar Eckdaten, an die ich mich jetzt erinnern kann. Er hat in der Pumpe eine Förderleistung von 5000 Liter pro Minute. Heißt also, wir haben 9000 Liter Tank, wir haben 5000 Liter Wassertank und 4000 Liter Schaummitteltank. Also heißt, wir können mit Wasser löschen und mit Schaum löschen, je nach Brand und wo man halt welches Mittel braucht. Wie gesagt, ich bin kein Feuerwehrmann, aber das kann er auf jeden Fall. Heißt also, bei dem 9000 Liter Tank, wenn er halt richtig Gas geben wird und es wird durchgelöscht, haben wir den in unter 2 Minuten leer. Was natürlich schon beeindruckend ist, kann man sich mal vorstellen, wie viel da rauskommt. Wir können von innen vom Fahrzeug löschen, wir können außen löschen, wir können das Wasser sogar selbst wieder ansaugen. Haben wir alles mit dabei und das zeige ich euch jetzt dann im Rumgehen. Also Leute, wie gesagt, wir haben ja einen wunderschönen Mercedes-Benz 3238 SK als Feuerwehrauto und da gehen wir jetzt mal zusammen drum rum. Wir haben ein kurzes Fahrerhaus. Wir haben einen V8-Motor, wir haben wie gesagt nur 38.000 Kilometer, wir haben Retarder drin, wir haben Blattfederung, wir haben 2 gelenkte Achsen vorne,
zwei angetriebene Achsen hinten, also 8x4 Achsantrieb. Wir haben einen Radstand von der vordersten Achse zu der ersten angetriebenen Achse von 5,10 Meter, heißt also auch noch den langen Radstand. Natürlich einen sehr stabilen Rahmen, sehr stabiles Auto. Das ist ein Euro 1 Fahrzeug mit EPS Schaltgetriebe. Sehr, sehr, sehr cool. Hier vorne geht es dann mal los. Also ich habe jetzt hier schon mal alle Rollläden für euch aufgemacht, dass man natürlich alles sehen kann. Hier geht es los mit der Steuerung für den Schaumbehälter. Das funktioniert, also hier ist ein 1000 Liter Schaumbehälter, da kommt dann 1000 Liter von dem Schaumpulver rein. Kann man extra befüllen, hier hat man dann noch diese Gasflaschen drin. Das braucht man dann dafür, dass sich halt dieses Schaumgemisch bildet. Dann haben wir hier das mit dem Schlauch links und rechts. Heißt also, man kann das nehmen und damit hingehen. Eben mit so einem kleinen Gewehr, das zeige ich euch schnell. Ich kann mit dem dann das Feuer bekämpfen. Finde ich ziemlich cool. Sieht ganz geil aus. So, hier geht es dann weiter mit, hier oben haben wir dann Schläuche. Hier kann man aufklappen. Sieht dann so aus. Kann man auch als Treppe benutzen, kann man hier draufsteigen. Kommt oben gut zu den Schläuchen hin. Hier haben wir dann noch was zum Griff. Da wären dann wahrscheinlich jetzt drei Feuerlöscher drin, die man gut und schnell zugänglich hat. Die raschen dann hier ein und hier natürlich. Hier drin sind die Batterien, kann man direkt über NATO-Stecker laden und starten. Den LKW sollte aber natürlich immer anspringen. Hier haben wir die Füllleitung für den Schaum, hier haben wir die Füllleitung fürs Wasser, heißt also der hier geht nach vorne. Hier können wir dann auch für den Hydrantenbetrieb wahrscheinlich zum Beispiel den Hydrant anschließen, einfach hier drauf, hat man immer Wasser und kann auch länger löschen. Das ist nämlich das Ding, der hat 5000 Liter Förderleistung in einer Minute, wäre also quasi mit dem 9000 Liter Tank in nur 2 Minuten leer. Hier hinten haben wir unsere zwei angetriebenen Achsen mit Blattfederung. So, genau, da geht es dann weiter. Hier haben wir verschiedene Hähne, wo man natürlich was anschließen kann. Wenn man sich das immer anschaut, was das einfach für eine wahnsinnig fette Leitung ist, merkt man auch, wie viel Druck da in sowas eben einfach mal durchgehen kann. Hier haben wir dann einen Herzmotor, der treibt die Pumpe von dem Schaum an, wenn mich jetzt alles täuscht, zum Schaumlöschen. Das ist ein Hatz, Dieselmotor, funktioniert dann wahrscheinlich wie so ein kleines Stromaggregat. Hier, das sind Schaumleitungen, hier eine, hier eine, hier eine. Schnell, Seitenabgang, Seitenabgang, Schnellangriff. Das ist wahrscheinlich dann hier für den und genau. Kann man gerne jemand erklären, der sich feuerwehrmäßig ein bisschen auskennt. Hier hinten kann man natürlich auch aufmachen. Und das ist auch, glaube ich, so das Herz von dem Aufbau. Hier haben wir nämlich die ganze Steuerung. Also hier haben wir Pumpenbetrieb. Da muss der Nebenantrieb natürlich an sein. Hier ist der Hydrantenbetrieb. Da schaltet man dann wahrscheinlich nach unten und kann dann mehr oder weniger endlos löschen, weil man das ja dann quasi nur durchpumpt und beschleunigt. Dann haben wir eine R60-Pumpe für den Schaum und eine R600-Pumpe fürs Wasser. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, also da geht dann auch einiges. Hier haben wir natürlich dann verschiedene Sachen, die ihr euch gerne alle mal noch genauer anschauen könnt. Was haben wir noch? Wir haben hier hinten die Fernbedienung für den Monitor. Also mit der hier könnte man auch rausgehen und von hinten, von der Seite, von vorne, wo man auch immer gerade ist, die Fernbedienung steuern. Hier haben wir noch zweimal so, sieht für mich jetzt aus wie ein Gashebel für die Wasserpumpen. Und genau, hier hinten haben wir noch die komische kleine Schweizer Anhängekupplung. Könnte man jetzt noch was mit reinhängen. Das ist natürlich der Hauptrahmen von dem Fahrzeug. Da sieht es hier natürlich auch, dass sich da gar nichts fehlt. Hier kann man auch mal unten reinschauen. Er ist einfach wirklich in einem unfassbar guten Zustand. Also einen SK in dem Zustand wird man nicht mehr finden. Das ist ja auch der Vor-Facelift SK. Also einer von den ersten. Ist nicht ganz von den ersten, aber auch keiner von der neuen Baureihe. Hier hinten haben wir noch so verschiedene Füllstutzen und Abpumpstutzen und was weiß ich nicht alles. Genau, hier drunter ist der Wassertank. Hier haben wir wieder unsere Reifen. Sehen wir mal, das sind wahrscheinlich auch relativ neue Reifen, weil bei so einem Feuerwehrauto wird eigentlich an nichts gespart. Und genau, hier werden dann noch Schläuche drauf, zum Abrollen und Aufrollen natürlich. Hier sehen wir nochmal eigentlich das gleiche Bild wie drüben. Und genau, was ich auch noch nicht gesagt habe, Eigenmasse haben wir 16,4 Tonnen. Wir haben 11 Tonnen Nutzlast. Ist also natürlich dann, wenn man jetzt sagt, der ist vollgeladen mit allem möglichen Zeug und dann haben wir zusätzlich noch 9000 Liter Wasser, dann ist er natürlich schon relativ stark ausgelastet. Aber ist er natürlich genau dafür ausgelegt, dass der eben mit seinem Gesamtgewicht fahren kann. Aber wie wir alle wissen, ist bei so einem SK, der ist stabil genug, dass der jetzt auch mit 5 Tonnen oder 10 Tonnen mehr
noch fahren kann. Und der V8-Motor mit 380 PS hat natürlich auch richtig Power und bringt das Ding auch gut nach vorne. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal auf das Dach und dann zeige ich euch da nochmal alles. So, ich hoffe, man hört mich gescheit. Vorne werden gerade Ducatos aufgeladen nach Bulgarien. Hier sieht es dann so aus. Blaulicht, oranges Licht. Hier haben wir eine richtig, richtig fette Feuerwehrleiter. Und nochmal richtig fette Leitungen, die man jetzt zum Beispiel nehmen würde, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwo tanken und habe nur einen See oder sowas in der Nähe. Hänge ich das Ding hier unten rein, dann filtert es natürlich auch noch ein bisschen. Man kann natürlich auch richtig, richtig Wasser da rausführen. Dann, also da geht schon ordentlich was. Tank können wir uns mal anschauen. Hier aufmachen, ist ein ganz cooles System. Ich muss nur hier anziehen, dann ist er offen. Und so sieht der dann innen drin aus. Ist also so ein, wie so ein Zweikammertank, aber eigentlich ist es in der Mitte nur so eine Schutzwand, dass sie sich nicht so aufschaukeln kann. Genau, mache ich dann wieder zu. Hier oben kann man schon ein paar Meter laufen. Also ich glaube, es sind so ungefähr 10 Meter Dachfläche hier. Und genau, hier vorne ist dann der Monitor. Das ist eben das Ding, was das Wasser spritzt. Hier seht ihr auch eine richtig große Leitung. Den kann man hier auch manuell steuern und mit der Fernbedienung. Hier kann ich jetzt die Seite drehen, wenn ich hier oben bin. Und hier kann ich dann die Höhe verstellen. Ist also, hier oben fühlt man sich ein bisschen wie in so einem Panzer, wenn man jetzt das, das Raketenrohr einstellen würde. Genau, drehen wir auch wieder zurück. Und dann schauen wir uns die Karre auch mal von innen an. So Leute, jetzt sitzen wir innen drin. Ich zeige mal, wie es von innen ausschaut. Ist schon wirklich ziemlich cool. Also, das Erste, was natürlich das Schönste zu sehen ist, ist 38.271,3 Kilometer, was wirklich einfach nichts ist. Wir haben ein wunderschönes, fast nicht verbrauchtes SK-Lenkrad natürlich. Wenn wir uns den Innenraum anschauen, ist einfach der Pflegezustand ist Wahnsinn. Wir haben drei Sitze, können also zu dritt fahren. Wir haben ein Dach, beziehungsweise Schiebedach. Wir haben sogar eine Rückfahrkamera. Wir haben hier in der Mitte, das ist die Steuerung für die Pumpe. Da kann man verschiedene Sachen steuern. Blaulicht kann man anmachen, das hört sich auch ziemlich cool an. Und genau, Differentialsperre, Mitteldifferential, das ist längs und das ist quer. Nebenantrieb, da haben wir noch irgendwas für die Handbremse. Und genau, wie gesagt, hier die Pumpensteuerung. Hier kann man dann den Alarm anmachen. Das zeige ich euch dann mal später, wenn die anderen wechseln. Genau, ansonsten, was haben wir noch? Hier, das ist eigentlich so das Herzstück. Das ist die Steuerung für den Monitor. Genau, da kann man eben so nach hinten, dann geht er oben nach oben. Dann kann ich den auch wieder so nach vorne tun. Dann geht er nach unten, kann ihn drehen zur Seite und so weiter. Und er bewegt sich eigentlich genauso mit, wie ich das dann hier bewege. Hier habe ich dann so quasi meinen Abzug, wie bei einer Pistole, mache ich dann so und dann kommt da eben das Wasser raus. 60 Meter weit, heißt also, ich würde da vorne alles vollspritzen. Wäre alles dann ziemlich nass. Seltsam. Genau, so sieht der innen aus. Fahraufnahmen können wir leider keine machen. Ich zeige aber trotzdem noch meinen Sound. Problem heute mit den Fahraufnahmen ist, dass ich leider blöderweise die GoPro nicht aufgeladen habe. Und bis jetzt hat die noch keinen Akku, deswegen können wir es leider nicht machen, aber wir hören uns natürlich den phänomenalen SK V8 Sound an. Ihr hört es, startet natürlich wie ein Einser. Richtig, richtig geiles Fahrzeug. Diese Gas geben hier. Wie gewohnt vom SK. Hört sich einfach wahnsinnig gut an. Ich weiß gerne, wo hier der Auspuff überhaupt rausgeht. Ja, wir liegen nur nach hinten, aber wir haben es jetzt nochmal von außen an. Da hinten geht er raus. Genau. Hier unten haben wir unseren Auspuff, da kommt noch richtig was raus. Das ist ein schöner Euro 1 Motor. Hier unten ist er, wie man es kennt, von einem G63 oder so mit den Sidepipes. So Leute, jetzt sind wir jetzt wieder am Ende von unserem Video mit unserem wunderschönen SK. Wie gesagt, der Zustand ist einfach wirklich beeindruckend, wirklich wunderschön. Und das ist eigentlich sowas, was man sich wegstellen sollte und behalten sollte. Sage ich viel zu oft, ich weiß, aber wir sind halt einfach Händler. Kann man nicht immer einfach alles rumstellen und sowas braucht auch viel Platz.
Wer noch Platz hat in seiner Sammlung und so einen wirklich richtig, richtig schönen Mercedes SK haben will mit schönem V8-Motor, kein Kilometern und egal, was man daraus baut oder ob man ihn so lässt, es ist einfach immer wieder ein wunderschönes Fahrzeug. Wer sowas haben will, gerne bei uns melden, einfach mich anschreiben, anrufen, egal wie, am liebsten anrufen, vorbeischauen, das Ding anschauen und am besten gleich mitnehmen natürlich. Ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, was damit passiert, ob da jetzt irgendwie, gibt es natürlich bei uns auch öfter, dass dann zum Beispiel ein Flugplatz in Bolivien, hört sich jetzt vielleicht hergeholt an, aber kann alles passieren, oder irgendwo in Afrika, dann einfach sagt, sie holen sich jetzt das Ding, ist gebraucht, er ist ja einfach noch wie neu. Es ist ja einfach so, das ist eigentlich ein Neufahrzeug, das halt einfach ein bisschen älter ist. Und deswegen kann man den natürlich auch noch dafür einsetzen, wofür er gebaut wurde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet, ob ihr euch sowas holen würdet, einfach für eure Sammlung. Und genau, ansonsten schaut natürlich auch auf den anderen Kanälen vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche. Ciao.